Fünf Phasen bis zur vollkommenen Offenlegung aller UFO-Geheimnisse. Beginnend mit dem 1. Januar 2024. Die vierte Phase wird am 1. Oktober 2034 eingeläutet. Die letzte und fünfte Phase bleibt bisher unbestimmt. Was danach passiert, das weiß keiner so genau. So bezeugt es ein Dokument, das nun von einem hochrangigen Mitglied der US-Regierung verfasst wurde. Ein Plan, der das verhindern soll, was derzeit befürchtet wird. Eine katastrophale Offenlegung, Panik in der Bevölkerung, ein gesellschaftlicher Schock. Denn eins stehe ganz klar fest. Auf kurz über lang werden wir die Wahrheit erfahren. Die Wahrheit über die Existenz von UFOs und Aliens auf der Erde. Und das Jahr 2024 wird nur der Beginn dessen sein, was auf uns zukommen wird. Und damit hallo meine Lieben zu einem wirklich hochinteressanten Dokument, das uns einen Plan für eine komplette Offenlegung aller UFO-Geheimnisse zeigt. Und anscheinend stecken wir erst ganz am Anfang der ersten Phase. Wie lange diese andauern soll, was die anderen Phasen beinhalten und womit es denn enden soll, das erfahrt ihr wie immer nach dem Intro. Vor wenigen Tagen erst ist ein wirklich höchst interessantes Foto aufgetaucht. Es stammt aus einer Sitzung der Soul Foundation, ein Schnappschuss einer Präsentation einiger ehemaliger hochrangiger Militärs. Auf der Leinwand ist der Plan zu einer geordneten Offenlegung zu sehen, einer geordneten UFO-Offenlegung mit Daten und Ereignissen. Inzwischen konnte man das, ja, recht verschwommene Bild entziffern und es 1:1 in dieser Tabelle hier wiedergeben. Wir schauen uns das gleich noch in einer deutschen Übersetzung an. Schauen wir uns aber zunächst an, von wem denn dieser Plan überhaupt stimmt, um, ja, zu verstehen, was es denn überhaupt damit auf sich hat. Und behaltet mal im Hinterkopf, dass das tatsächlich sehr renommierte Wissenschaftler und auch gleichzeitig hochrangige Beamte der US-Regierung waren, die derzeit immer noch in den oberen Kreisen von Wissenschaft und Politik unterwegs sind. Wie gesagt, stammt dieser Plan aus einer Sitzung der Soul Foundation. Gründer dieser ist niemand Geringeres als Gary Nolan, der ja für das Militär und die Regierung ja so etliche Kontakte zwischen Navy-Piloten und UFOs untersucht hat. Ihr solltet ihn inzwischen alle kennen, wenn ihr immer fleißig MDS schaut. Mit dabei ist aber auch Timothy Gallaudet, Ozeanograf und pensionierter Konteradmiral der US Navy. Er nennt UFOs die größte Geschichte des Jahrhunderts und sagt, dass wir mit einer nichtmenschlichen Intelligenz in Kontakt stehen. Es gäbe gar so etwas wie einen Alien-Geheimdienst, einen außerirdischen Geheimdienst. Und auch Carl E. Nell ist einer dieser hochrangigen Personen der Soul Foundation. Ein erst kürzlich pensionierter Armeeoberst und aktueller Luft- und Raumfahrtmanager. Dieser war von 2021 bis 2022 auch der Verbindungsmann der Armee für die UAP Task Force, die ja inzwischen eingestellt ist, vom Arrow abgelöst worden ist, aber dazu kommen wir gleich noch, wenn wir uns das Dokument anschauen. Und dieser hat dort sogar mit David Grush zusammengearbeitet. Er bestätigt auch zudem die Aussagen von Grush, er sei über jeden Zweifel erhaben. Laut ihm, also Carl E. Nell, gäbe es auch ein Wettrüsten mit UFO-Technologie. Ja, eine Art kalter Krieg zwischen den größten Staaten, China, Russland und eben der USA. Und auch er bekräftigt, dass es eine nichtmenschliche Intelligenz auf der Erde gibt. Von diesem Carl E. Nell, dem Armeeoberst, der erst kürzlich ja in Rente gegangen ist, zumindest sich aus dem aktiven Dienst des Militärs verabschiedet hat, von diesem stammt auch das Dokument, das wir uns jetzt auch genauer anschauen werden. Laut ihm solle es übrigens dazu dienen, eine katastrophale Offenlegung abzuwenden. Die Regierung müsse nun handeln und dieser Plan muss jetzt dringend umgesetzt werden. Wir schauen uns dazu eine übersetzte Version des Dokuments an. Das sieht jetzt hier und da ein bisschen krumm und schief aus, weil ich das Bild mit einer KI übersetzt habe und ich selbst da noch ein wenig korrigiert habe. Aber
aber es stimmt mit der englischen Version komplett überein und auch mit dem, was da auf dieser Sitzung zu sehen war. Manchmal sogar etwas zu sehr 1:1 übersetzt, aber ich schlüssel euch das Ganze jetzt auf. Noch einmal kurz hier das englische Original oder das amerikanische Original, auf jeden Fall in englischer Sprache, so nochmal in einer Tabelle abgebildet und wir switchen auf die deutsche Version. Ganz oben lesen wir Weg nach vorn, UAP, also Unidentified Aerial Phenomena, Kampagnenplan Lines of Effort. Und oben links können wir lesen, dass es tatsächlich eine Folie von Karl Nell ist, Folie 15, Präsentation der Seoul-Veranstaltung, die tatsächlich schon am 18. November 2023 stattfand, also vor knapp 6 Wochen. Und das ist hier wirklich interessant, weil er doch dann diese 5 Phasen hier genau beschreibt, aber noch mit einer Phase 0. Und die schauen wir uns ganz kurz an. Da heißt es in diesem kleinen Kästchen hier Gestaltung. Und es ist so ein bisschen chronologisch aufgelistet. NIDS, das war ein frühes privates Forschungsprogramm, in dem es auch teilweise um die berühmt-berüchtigte Skinwalker Ranch gibt. Dann das OSWAP, also das erste UFO-Büro des Pentagons. Auch darüber habe ich euch schon berichtet. Dann das ATIP mit dem Direktor Lou Elizondo. Dann die DOD-Video-Veröffentlichung, Department of Defense. Das ist nichts anderes als die Veröffentlichung der Pentagon-UAP-Videos. Ihr erinnert euch bestimmt auch daran. 2017 NYT-Artikel, New York Times-Artikel von Leslie Keen und Ralph Blumenthal und dann die UAP Task Force, aus der ja, wie gerade schon gesagt, das Arrow hervorgegangen ist, wo ja jetzt auch nicht mehr der Leiter, der Dr. John Kirkpatrick, die Leitung hat, sondern jemand anderes, dessen Namen mir gerade nicht einfällt. Verzeiht mir das, er ist ja noch relativ neu dort. Ja, und wir sehen unten schon diese Legende am Ziel, in Gefahr, vollkommen daneben. Ja, und dann ein Punkt mit sehr vielen Fragezeichen. Ich habe bisher nicht herausfinden können, was denn das bedeuten soll. Aber oben sehen wir 1. Januar 2024. Also da sind wir schon am Ziel. Das ist grün. 1. Januar 2025 in einem Jahr. Das scheint schon in Gefahr zu sein. Und der 1. Oktober 2030, da ist, wie gesagt, dieser rosa oder lila Punkt, der nicht zu entziffern ist. Und Karl E. Nell sieht für den 1. Oktober 2034, ja, ziemlich pessimistisch da in die Zukunft. Dieses Ziel wird man wohl nicht erreichen können. Was natürlich sehr interessant ist, dass der Karl E. Nell hier dort alle Bereiche des öffentlichen Lebens, der kompletten Gesellschaft hier mal aufschlüsselt, die ganzen Phasen oder einen Großteil der Phasen überlappen. Da wäre einmal der öffentliche Sektor und die Regierung, Politik, Recht, nationale Sicherheit. Wir haben philosophische Untersuchungen, die Geisteswissenschaften, Ethik, Anthropologie, Soziologie, Religion, also nicht nur die Untersuchung von materiellen Dingen, sondern auch die Untersuchung der gesellschaftlichen Auswirkungen der, heute wird es ja gerne Exopolitik genannt. Bei C sehen wir dann die tatsächliche wissenschaftliche Forschung, was die Bereiche der Naturwissenschaften wie Physik, Chemie, Materialwissenschaften und Biologie betrifft. Und am Ende haben wir tatsächlich auch noch den privaten Sektor, Industrie und Gesellschaft und macht sich da so einige Gedanken drum, um das geistige Eigentum, um die Auswirkungen auf Industrie und Wirtschaft. Was denn, wenn es offengelegt wird, was denn zum Beispiel UFO-Technologie Auswirkungen auf diesen privaten industriellen Sektor haben könnte. Also nicht nur auf den militärisch-industriellen Komplex. Dann gibt es da noch eine Spalte namens Datensatz. Und da sind wir in der Phase 1 reaktiv. Das hat nichts anderes zu bedeuten, als erstmal abwarten und Tee trinken.
können. Also erstmal machen lassen, schauen, beobachten und so weiter. Das ändert sich dann aber in der Phase 2. Da will man wirklich ja hartnäckiger an die Sachen rangehen und in der dritten Phase dann auch proaktiv werden. Das heißt mit Eigenengagement die Sache vorantreiben. In der Spalte darunter haben wir dann einen analytischen Ansatz, wie es genannt wird. Erstmal eine Hypothesenerstellung in Phase 1. Also was könnten diese Dinger sein, die wir am Himmel sehen? Woher könnten sie stammen? Und das Ganze erstmal ja wirklich nur anhand von Thesen, was sich dann in Phase 2 aber auch ändern soll, nämlich eine forensische Analyse. Also ja, eine kriminaltechnische Untersuchung dieser Objekte mit handfesten wissenschaftlichen Beweisen. Und wenn wir uns mal die Zielsetzung hier unten anschauen, da haben wir in der Phase 1, in der wir uns jetzt befinden, erst einmal die Akzeptanz der Regierung. Das heißt noch gar nicht, dass es irgendwie öffentlich werden muss, sondern dass tatsächlich innerhalb der Regierung diejenigen, die es wissen müssen, auch wirklich akzeptieren, ja, UFOs und Aliens sind real und sie sind hier. Das Ganze soll sich dann in der Phase 2 im nächsten Jahr schon durch die akademische Lehrmeinung ziehen, dass auch wirklich Universitäten, Wissenschaftler und diese Existenz akzeptieren. Und das läutet dann auch die Phase 3 ein, die ja schon am 1. Oktober 2030 in 6 Jahren stattfinden soll, nämlich eine vollkommen öffentliche Akzeptanz. Und in der vierten Phase steht dann da 5-Augen-Akzeptanz. Das ist nicht weniger als die Five Eyes Alliance, bestehend aus Australien, Kanada, Neuseeland, dem Vereinigten Königreich und eben der USA. Das heißt, dieser Plan ist erstmal nur auf die USA gemünzt und später sollen es dann auch alle anderen Länder ja akzeptieren, wobei man sagen kann, dass wenn es doch ja die Bevölkerung in den USA akzeptiert, dass es doch dann auch sehr, sehr viel schneller auch an andere Länder überschwappt. Ja, und in der letzten und fünften Phase, die mit keinem Datum angegeben ist, soll das Wissen um UFOs und Aliens auf der Erde ja zum Status quo gehören. Eine wissenschaftliche Entdeckung, der strategische Endzustand, wie er ihn hier nennt. Und nur durch diesen Plan könne man diese katastrophale Offenlegung abwenden, die da jetzt auf uns zukommen soll. Ja, und wenn man dies nicht so befolgt, es ist natürlich nur ein Vorschlag, dann wird es eben zu dieser katastrophalen Offenlegung kommen. Wir sehen es ja schon an den letzten Äußerungen von Daniel Sheehan, was er da so in letzter Zeit alles raushaut. Und dieser Karl Nell, ja, gibt einen Vorschlag an die US-Regierung, das nach diesem Plan zu machen oder zumindest sich ja in etwa so daran zu halten, um eben einen solchen gesellschaftlichen Schock zu verhindern. Das Ganze ist natürlich nur ein Vorschlag von diesem Armeeoberst. Das spiegelt jetzt nicht hundertprozentig die Realität wider. Aber man kann schon sehen, dass wenn sich ja diese hochrangigen Beamten innerhalb der Soul Foundation solche Gedanken darüber machen, dass dann ja da doch etwas mehr dran sein muss, wie die meisten hier meinen, die sich über die UFO-Thematik lustig machen. Ein wirklich sehr faszinierendes Dokument, wie ich finde. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, ob ihr auch der Meinung seid, dass wir ja noch bis 2030 oder darüber hinaus abwarten sollten, um halt diesen gesellschaftlichen Schock zu verhindern. Oder könnt ihr es wie ich auch nicht mehr abwarten und sie sollen da mal ein bisschen schneller vorangehen? Glaubt ihr überhaupt, dass die Menschheit noch nicht bereit dafür ist, ja, mit UFOs und Aliens, mit der realen Existenz von UFOs und Aliens konfrontiert zu werden? Wie gesagt, schreibt es mir in die Kommentare. Wir sehen uns dann morgen mit einem neuen Video wieder. Bis dahin, Augen auf und bis zum nächsten Video.